Weiter geht's im Wettercup und wir reagieren auf diese ganzen Zoom-Packs, die jetzt auf einmal hier auftauchen. Man könnte meinen, die haben gestern mein Video gesehen. Ja, was ist denn hier los? Tja, das werdet ihr jetzt in diesem neuen Video sehen. Wir tauschen und zwar werden wir Landturm reinnehmen. Denn Landturm kann problemlos 3 Aquabitzen schlucken. Und das könnte ganz gut kommen. Ich würde sagen, rein in den ersten Kampf. Let's go! So, wir haben beide schon mal brav gewechselt. Admurai ist mittlerweile drin. Hat natürlich auch die Aquahäubitze. Und das kommt gegen deinen warmen Kollegen denn schon mal ganz gut. Logok, du schildest das weg. Okay. Ist kein Thema. Du kommst natürlich wieder vor mir zur Attacke. Jetzt Gleichstand verloren. Schade. Ja, muss ich schon mal letztes Schild raushauen. Ungerne eigentlich, aber es geht nicht anders. Dann machen wir das jetzt mal ganz clever. Dann gebe ich keine Energie aus. So, Finger weg jetzt. Und dadurch komme ich jetzt vor dir zu meiner nächsten Aquahobbitze, ne? Ja, du schildest das weg und denkst, ja, jetzt kommt ein Feuerfegerwall, ne? Ist ja klar. Nein, 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 nein. Aquahobbitze, na Jungs, 200 IQ-Move. Und dann drücken wir ihn weg. Ja, jetzt wundert er sich auch, wie das sein kann. Ja, ist halt so, ne? Brutzelt ja richtig weg. Armer Kerl. So, park hier rein, ich wechsle rüber. Rex Bizarre. Gleich mal eine kleine Eisattacke. Macht nur ein bisschen, aber das passt schon. Ich persönlich halte das ja auf den Fehler, die ganzen legendären Pokémon hier zu spielen. Die sind nicht so kräftig, ne? Wie meine XL-Kollegen hier, aber gut. Wenn sie nichts anderes haben, was sollen sie machen? Ne? Verstehe ich natürlich auch. So, Naschweif interessiert mich so gut wie gar nicht. So. Jetzt kann ich sogar noch ganz bequem aufladen auf Energieball und dann bist auch du weg. Läuft gut. So, sehr schön. Abfahrt. Und dann hast du auch nur noch deinen Zoom-Pax. Und wenn du wüsstest, dass ich Landturm habe, dann würdest du schon rausgehen, weil jetzt genau das Szenario. Deine Aqua bitte spült Rex Blizzard weg. Das ist aber kein Problem. Oh, selbst das nicht. Na, guck mal einmal an. Dann können wir sogar noch den Meteorologen spammen. Ich hätte gesagt, das reicht sogar schon. Aber Landturm gleich. Du hast keine Chance mehr. Das haben wir schon gewonnen. Du weißt es nur noch gar nicht. So, rüber in Landturm. Ja, auf Erdbeben müssen wir ein bisschen aufpassen. Das macht ein bisschen was. Aber das ist wieder eine Aquabitze. Und ja, das juckt uns überhaupt nicht. Seht ihr, Freunde, das meine ich damit. Aquabitze hätte ich jetzt mal ein eigenes Zoom-Pack. Wäre das schon ziemlich essig. So, Donnerblitz. Surfer wäre hier besser, aber ich möchte ja auch mal sehen, was der Donnerblitz macht. Und da wir Landturm spielen, können wir sogar mal ein bisschen experimentieren. Ja, okay. Ich sag mal, seine Aquabitze macht sogar weniger als sein Donnerblitz. Als mein Donnerblitz natürlich. So, oh, überleben wir noch 2 von. So, jetzt gibt es noch einen Surfer. Und dann sind wir dich los. So, und du kommst sogar noch vor zur weiteren Aquabitze und bist total verzweifelt. Denkst auch mit 4 Aquabitze und ich krieg dich ja nicht weg. Ja, ja, XL Landturm, sag ich nur. Und noch einmal den Surfer. Und dann sind wir dich los. So haben wir uns das vorgestellt. Das ist fein, so muss das sein. Das haut hin und Abfahrt und weg damit. Und ja, und das war's dann auch schon für dich. Rein in den nächsten Kampf und es kommt ein Kingler. Das ist interessant. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Ja, gucken wir mal, was wir machen können. Wir laden das mal ein bisschen auf hier. Und dann fackeln wir nicht länger rum, dann gibt es ja gleich den Energieball. Weil, wirst du doch nicht schilden, ne? Am Anfang gleich ein Schild. Denk doch einfach mal, ich kühle. So, geht rüber, Energieball. Ah, weggeschildet, was denn, was soll das denn da? Och Mensch, mach nicht diesen, was soll denn das? Was hast du überhaupt für eine Attacke? Ich glaube Kreuzschere, ne? Oder? Kann das sein? Ja, Kreuzschere. Dann hast du sie ja auch jetzt nochmal parat, würde ich sagen. Das geht jetzt ganz zügig. Ja, ist auch so, ne? Ja, die muss ich schon wegschilden, ne? Die spammst du mir ein bisschen arg schnell, würde ich sagen. Sonst hat sich das mit Rex Bizarre hier auch schon wieder erledigt. Nee, nee, das geht aber so nicht, ne? So, jetzt Meteorologen mehr schaffe ich nicht. Sonst hättest du schon die zweite Kreuzschere, beziehungsweise die dritte sogar auch schon wieder parat. Das können wir nicht machen. Oh, da kommst du mir entgegen mit dem Schild. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du wechselst raus. Und wieder ein Logok. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Logok würde ich auch zurzeit nicht spielen. Also ich habe den bestimmt jetzt schon 10-mal getroffen und 10-mal hat er richtig auf die Mütze bekommen. Also von daher, boah, wenn da eine Aquabitz durchkommt und du hast kein Schild mehr, jetzt laden wir auf und muss ich noch Schild zünden? Geht auch so gerade schon durch. Ja, pass auf, Aquabitz, haut ihn aus seinem Federkostüm raus da und dann, ja. Kann man nicht spielen, verliert gegen Wasser, haushoch gerade Aquabitz, keine Chance. Aber uns soll das ja recht sein. So, Kingler ist wieder da.
Na gut, dann diesmal die Aquabits. Was? Anstrengend mit der Kreuzschere, ne? Schön weg, dann Aquabits. Und da gibt es hier noch sowas von da. Bisschen so Zornklinge auf dem Kopf da und dann muss es auch irgendwann mal gut sein, ne? Hält es ja mehr aus, als mir lieb ist. So. Jetzt noch ein bisschen Zornklinge. Ja, 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 komm, komm, komm. Wobei hier die Kreuzschere macht hier gar nicht so viel. Das überlebe ich, glaube ich, problemlos und dann farme ich dich einfach runter. Kreuzschere ist wieder da. Ja, das geht problemlos. So, jetzt fahren wir dich runter. Und dann haben wir für den nächsten auch schon Aquabitze oder Vielländer. Kann er sich aussuchen, je nachdem, wer da kommt. Ja, Aquana, dann natürlich Vielländer. Ja, Aquana. Das passt gut. So, Vielländer und dann Abfahrt in Landton. Dann wollen wir mal gucken. Macht da wohl bestimmt gleich große Augen. So, so, sehr effektiv sogar der Funkensprung. Und Donnerblitz wird ihn wegschießen. Und ja, hat er auch schon gemerkt. Da geht er raus. Dann mal rein in Kampf Nummer 3. Und jetzt kommt wieder ein Zumpex. Ja, wenn die ganzen Zumpex jetzt hier in der Führung sind, dann kann man auch mal drüber nachdenken, Landturm nach vorne zu nehmen. Ne? Das würde natürlich auch super kommen. Aber Rex Lysar macht seine Arbeit eigentlich auch ganz gut. Aber ist mal eine Überlegung wert. So, Meteorologie geht rüber. Schüttelst du schon gleich weg. Interessante Geschichte. Möchtest du gar nicht wissen. Du gehst raus in Rizeros. Auch interessant, wer hier alles jetzt auf einmal gespielt wird. Jo, kann man mal machen. Meteorologe macht hier nicht so viel. Energieball wäre besser gewesen. Aber ist egal. Spam ich jetzt mal rüber. Oh doch, hätte ich jetzt nicht gedacht. So effektiv. Interessant. Jo, müssen wir mal gucken, ne? Ja, schüttel dich weg und dann fahre ich dich runter. Das sieht gut aus. Surfer? Achso, deswegen spielst du ihn. Du hast Surfer, na jetzt verstehe ich das Ganze. Okay, ja, kann man machen. Theoretisch zumindest. So, wer kommt? Arcani. Oha, jetzt holen sie aber auch alles aus der Schublade vor Verzweiflung, ne? Jetzt fangen sie an, schon drüber nachzudenken, was kann man gegen solche Teams spielen. Und naja, wie man sieht, recht erfolgreich, ne? Also zumindest reicht es für Rex Bizarre, aber. Ich habe ja noch Landtor. So, Energieball geht rüber, pfeffert ein bisschen mehr rein. Aber da farmst du mich auch schon runter. Interessante Geschichte. Na gut, jeder noch ein Schild. Jeder noch zwei Pokémon. Dann kommt erstmal Admurai. So, und jetzt kommt die Aqualbitze erstmal rüber gespammt hier. Das haben wir erstmal gleich. Ah. Ja, so ein bisschen mehr Glück mit dem Gleichstand könnten wir heute auch gerne mal haben. Ne? Aber naja, gut. Oh, Knirscher drückt. Ja, tut schon weh. Knirscher kann man spielen. Die ist clever. Nicht so schlecht sein Team, ne? Mit Knirscher, Arcani und so. Oh, kann man machen. Kann man zumindest mal probieren. Aqua, bitte schließt du weg. Das ist Zeit, dann Abfahrt zu machen hier. Gute Sache. Und dann reicht hier auch schon der Surfer. Und dann bin ich nicht los. Aber die Idee hinter Arcani verstehe ich. Könnte man spielen. So, weg bist du. Und dann ist auch schon wieder Zumpex da, ne? Und das ist ja schade für ihn. Ich habe sogar noch ein Schild. Ja, Aquabitze, die schlucken wir weg, aber ich schille das Ganze einfach mal. Ich ärgere ihn jetzt mal ein bisschen so. Erstmal ein Schild, ich hoffe, er zündet nicht noch ein Erdbeben, aber gut. So, jetzt aus Bock machen wir noch einen Donnerblitz. Denkt er auch, ne? Der da drüben hat sich auch nicht alle am Sender, aber... Wir haben auch noch ein halbes Atmo-Rei, also von daher, komm, so, Donnerblitz und jetzt... Jetzt gibt's auch den Surfer. Oh. Aquabitze, du bräuchtest drei, um mich wegzukriegen, das schaffst du nicht mehr. Sieht sogar aus, wenn er fast vier bräuchte, ne? Aber nee, mit drei wird er durchkommen. So, Surfer geht rüber. Das reicht nicht ganz, aber wir kommen unserem Ziel ein gutes Stück näher. Jo, und jetzt gehen wir nochmal rüber. Komm, so, ich will noch ein bisschen sofort attacken. Jetzt gehe ich rüber, Admurai. Und die Zornklinge, dann fahre ich dich runter. So, komm, weg bist du, keine Chance mehr. So, Aqua, bitte noch. Ach, was kommt, weg damit. Das passt. Kampf Nummer 4 und es kommt ein Ma. Zur Überraschung war ein Zumpex. Aber diesmal ein erlöstes. Ja, das sage ich jetzt schon mal an. Ne? Wer ein erlöstes Zumpex hier spielt, der hat zu 100% Rückkehr. Ansonsten würde das hier nicht spielen. So, wir versuchen einfach mal Meteorologen zu spammen. Macht so mittelmäßig was, aber ein bisschen Druck aufbauen. Dafür ist das schon ganz gut. So, ich gehe rüber, ich poke mal ein bisschen. Landturm. So, wenn du jetzt Rückkehr spielst, das macht schon ja, ganz gut was. Aber ich lasse das mal durchgehen, weil ich möchte dann mal sehen, was die Rückkehr macht. Ja, das war mir zu 100% klar, ne? Sonst würde er keine Löse spielen, das war logisch. So, Surfer geht rüber. Surfer geht rüber. So, gut. Erlöste Zumpex vielleicht die Antwort auf Landton?
vermute ich mal, das ist wohl der Hintergedanke. Und ein erlöstes Turtok. Ja, er steht da drüben voll auf Wiederauferstehung. Aber jetzt werden wir ihm mal den Elektroschocker ansetzen. Dann fühlt er sich gleich besser. Jo, Blitz, Blitz, jo. Tut schon weh, ne, Turtok, jo. Was ist los? Auch du willst die Rückkehr spielen? Jo, ja, klar, aber da komme ich vorher zum Surfer. Interessante Spielweise, was er da vorhat, aber gut. Soll uns recht sein, wollen wir uns nicht gegen wehren. So, das war's dann schon für Turtok. Mann, das läuft aber wie geschnitten Brot, ne? Oh, Despotar, oh, da gehen wir rüber, Atmorei. Der drückt dem Titanklinge immer so richtig. Und die Aquabitze will ich hier auch nicht zu verneinen, also von daher. Komm, lass mal durchgehen. Ja, schön. Ah, nee, letztes Schild, aber ist nicht vermeidbar. Ich habe mal zwei Schilde, ne? Despo. Du wirst meine Aquabitze nicht ausweichen können. Es sei denn, du hast gleich Glück mit der Wechseluhr und kannst rausgehen. Ansonsten kriegst du hier richtig. So, Aquabitze. Ach, du darfst wechseln, schade. So, Sumpex wieder da. Sumpex wieder da. Aber ich habe doch hier meine Aquabitze. Jawohl, so. Und, Aquabitze hast du auch am Start? Oder was geht? Oh, lädt's wieder auf, ne? Haha, ja. Ja, ist durchschaubar. Auch hier wird die Rückkehr. 100%. Ja, so ist es auch, ja. Du bist zu leicht ausrechenbar, Kollege. So wäre das nix. So, Aquabitze geht nochmal rüber. Aquabitze geht nochmal rüber. Aber, Freunde, wir nutzen die Gunst der Stunde und eines Tages, oh, drückt rein, wird es so sein, dann wird es nicht mehr weitergehen, aber gut. Solange die Gegner keine Lösung finden, soll uns das recht sein. Wir werden uns nicht beschweren. Atmurai ist am Start. Ja, im Prinzip sind es immer so die gleichen Kollegen da drüben, aber so ein richtig gutes Team zusammengestellt haben sie alle noch nicht. Aquabitze, ja, sehr schnell da, aber schlug ich weg. Das passt, ganz gut. Meteorologe geht zurück. Dürfte ungefähr dasselbe machen wie deine Aquabitze. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Ja, macht ungefähr so viel. So, laden wir weiter auf. Aufladen, aufladen, aufladen. Jetzt machen wir Abfahrt und fangen die Attacke ab. Gut gepasst, ne? Ja, jetzt fange ich deine Aquabitze ab. Hab drüben noch Meteorologe am Start. Das passt, ne? Ja, macht hier gar nichts. So, das alte Spiel. Dann kommen wir hier mit dem Surfer. So, und dann läuft das hier schon wieder besser, ne? Ja, Lanton, ne? Atmorei keine Chance. Sumpex schon lange nicht. Boah, das ist eine Waffe, ne? Und der hat nicht mal 2500 WP, ne? Ist ein 100%iger, kommt auf 2300 Patzer, sehe ich dir. Also gut, als Best Buddy habe ich zwar nicht, aber dann hast du noch ein paar Punkte oben drauf, dann wäre dann auch stärker. Also das ist, tja, ist die Waffe hier, ne? So, Stolos, hallo, ja, Mensch, das passt ja gut. Schön, dass du mal vorbeischaust. Ja. Schön. Ja, fährt gut. So, noch ein Surfer, oder was? Geht noch einer? Jo, passt. Du hast noch ein Schild. Das könntest du auch mal rausrücken. Ich habe noch beide. Brauchst du noch gar keins? Jo, oh. Oh, weg ist er. So, und jetzt wechsle ich rüber. Meteorologe habe ich doch noch am Start. Das sieht gut aus. Guck doch mal deine grimmigen Augen immer, ne? Mann, 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 Mann. Jo, weggeschildert. Olamos, das finde ich hier interessant. Den hatte ich noch gar nicht. Da, ich teste mal Meteorologen, aber ich glaube, der macht gar nicht mal so viel. Ne? Clever. Kurzfristig dachte ich, du bist ja noch aus dem Psycho-Cup, aber. Oh. Ja, okay, kann man. Das hält so aus, jetzt fahren sie mich runter, ne? Ganz gemeine Geschichte. Da muss ich vorher noch Meteorologen spammen. Ist dann besser als nix und du bewahrst ja deine Ladeattacke auf jeden Fall für mein nächstes Pokémon auf. Ja, wirst mich runterfahren. Ist auch schon so weit geschehen. Ja. Dann müssen wir Lanton opfern. So, ich muss drauf pochen, dass du jetzt ausgibst. Ich komme sonst vor zum Server. Gut. Du gibst aus. Das war wichtig. Das spart mir mein Schild. Danke, Lanton, dass du hier eingesprungen bist. Eisstrahl. Aua. So, das macht Atmorei. Zornklinge sehr effektiv. Ja, Aquabitze reicht, ne? Aquabitze reicht. Sehr gut. Läuft nach Plan. Jo. Kann nur sagen, hier Wettercup-Freundin, ne? So, Zornkling nochmal, Wettercup, super. Macht richtig Spaß. Und ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall im Vorwege schon mal fürs Zusehen, ne? Schaltet morgen wieder ein, hier noch den Vieländer.
Und dann war es das schon. Und dann sollte es für heute auch schon gewesen sein. Ne? So, rüber damit. Jo. So sieht's auch aus. Dann bis morgen. Bye, bye. So, jetzt bin ich aber weg. Tschüss.